Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. Ihr Tore, hebt eure Häupter, hebt euch, ihr uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit. Hier spricht Gabriele Witt-Esswein aus Grünstadt. Hallo. Es ist Adventszeit. Nur noch wenige Tage vor Weihnachten. Zeit der Erwartung und Zeit der Vorbereitung auf das Wunder, dass Gott Mensch wird. Und damit wird das für mich schon ein wenig schwierig. Zeit der Vorbereitung. Wie kann ich mich, kleiner Mensch, auf dieses großartige Geschenk, das Gott uns macht, vorbereiten? Was kann das für mich bedeuten? Der Psalmist schreibt davon, die Tore zu heben, also Türen zu öffnen. Türen und Tore kennen wir aus unserem Alltagsleben und der Umgang damit ist uns selbstverständlich. Sie sind Durchgang, Eingang und Ausgang. Adventstage als Türen in meinem Alltag. Ich versuche, dem nachzuspüren, was mich einschließt, von anderen abgrenzt. Im Blick auf mich selbst. Wo habe ich mich in Dinge so festgebissen, dass ich nur noch die Mauer sehe und keinen Durchgang mehr? Im Blick auf andere. Wo habe ich unüberlegt Türen geschlossen, die ich mit Achtsamkeit wieder öffnen kann? Durch ein freundliches Wort, eine nette Geste, Aufmerksamkeit meinem Nächsten gegenüber. Wenn wir uns öffnen und achtsam uns selbst und die Menschen in den Blick nehmen, vielleicht sehen wir das Leben dann anders. Vielleicht kann dann etwas Neues entstehen. Vielleicht verändert sich unser Leben. Neues Licht kommt in unser Leben. Gott kommt in die Welt. Welche Türen möchten Sie öffnen? Wir beten. Guter Gott, lass mich auf die Suche gehen, um geschlossene Türen zu finden. Lass mich anklopfen, dass diese Türen wieder geöffnet werden können. Lass mich die Türen, die ich selbst verschlossen habe, wieder öffnen. Tag für Tag eine andere Tür öffnen. Geöffnete Türen, die neues Leben bedeuten. Gott, du öffnest für uns die Tür zum Leben. Amen. So begleite uns dein Segen, wenn wir uns auf den Weg machen. Es stärke uns dein Segen, wenn wir vor verschlossenen Türen stehen. Deinen Segen lege auf uns, wenn wir Türen öffnen. So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.